Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und ihr seht es schon, wir werden was Schönes mit dieser Hedera machen, also eine tolle Außendekoration und ich habe letzte Woche einige Sachen gesammelt, heute Abend noch richtig schöne Hagebutten gefunden. Ich würde sagen, wir legen sofort los und ich zeige euch, welche Materialien ich mitgebracht habe. Getrocknete Hortensien von Mama aus dem Garten. Fuchsschwanz, Amaranthus, unterschiedliche Sorten Hagebutte haben wir gesammelt. Dann haben wir hier Fruchtbestände von der Platane, ein paar Zapfen und hier ist noch ein bisschen Band, was ich eventuell nachher noch brauche. Und Efeu kennt ihr wahrscheinlich auch als Heckenpflanze. Diese haben wir als Heckenpflanze im Laden, da sind diese Stäbe drin. Nicht so mega dekorativ, deswegen nehme ich diese hier jetzt einfach raus. Und stattdessen habe ich die Hagebutte dafür. Also ich habe so eine Deko-Idee im Kopf. Ihr werdet mich wieder begleiten. Schwupp damit. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Und das ist jetzt so eine Deko, die stelle ich mir einfach vor auf dem Tisch. Also die Hagebutte, da haben wir schon ein bisschen Arbeit vorgemacht. Wir haben alle Blätter soweit entfernt. Ne, weil die werden nachher gelb und so bleibt es einfach in diesen Bärentönen. Der Efeu bleibt natürlich so grün und dann ist das eine ganz tolle Geschichte. Und ja, also beim Sammeln ist uns einfach aufgefallen, oder es lag dran, weil wir da letztes Jahr so viel gesammelt haben. Dieses Jahr war gar nicht so viel. Oder wir sind irgendwie einen Tick zu spät, ne, und alles ist schon beschnitten worden. Oder die Hagebutten tragen einfach nicht so viel. Wegen dem Wetter vielleicht, wegen dem warmen Sommer. Ich weiß es nicht. Ich kürze es jetzt so ein bisschen ein und mache so eine Art, ja, ich setze das so zwei, dreimal hinein. Und da können wir dann nachher das Efeu drumherum ranken lassen. Ich werde das nachher noch mal einmal befestigen. Einfach mit einem Packband oder mit diesem Drahtband, was ich habe. Und dann setzen wir da gleich das Efeu drum und dann können wir schön herbstlich ausschmücken. Und diese Dekoration, wie gesagt, ich kann sie mir einfach mega cool vorstellen. Auf einem großen Gartentisch, ne, einfach zwei Amphoren drauf, schwupp, fertig, zwei, drei Kürbisse. Also irgendwann, wenn wir mal einen Garten haben und keinen kleinen Balkon, stelle ich mir so meinen herbstlichen Gartentisch vor. Weil im Herbst sitzt man meistens nicht mehr so oft draußen oder wenn ja, dann schlürft man noch mal einen Kaffee. Aber das große Grillen ist dann auch vorbei und dann hat man den Blick nach draußen und dann hat man einfach ein ganz, ganz tolles Stillleben. Und die Vögel werden da irgendwann auch noch was dran haben. So, das habe ich jetzt befestigt. Jetzt werde ich das Efeu da einfach nochmal so wieder drum schlingen, als ob es so eine Art Dornröschen ist im Herbst. Und ja, ich finde eigentlich, dass es jetzt schon sehr cool aussieht. Die Idee ist gut. Mal gucken. Ihr werdet sehen, ob ich es gut umsetzen kann. Boah, erschlage mich gerade selber. Ich habe mich schon heute ein bisschen erschlagen, als ich diese Äste gesammelt habe. Der Kameramann sagte nur, boah, du musst richtig Hornhaut haben, weil er hat alles ins Auto geladen und der hat immer nur geschimpft, dass alles so rumpiekt. Wo ich finde, eigentlich diese grobe Hagebutte ging. Also da gibt es schlimmere Geschichten. So, und ich habe von meinem Bruder sagen lassen, der ja Galabauer ist, dass die Fruchtbestände, die anderen, die ich euch gezeigt habe, die sind eigentlich ganz grün, wenn die vom Baum kommen. Aber weil wir die letzte Woche schon beim Parkplatz, also, naja, die Leute haben auch komisch geguckt. Ich mit meinem Schürzchen tüdel da, weiß ich was alle rum, schling das einfach so ein bisschen wild drum zu. Ich weiß gar nicht, wie das von eurer Seite so aussieht. So. Und da habe ich mir sagen lassen, dass es Fruchtbestände von der Platane ist. Und die waren halt ganz grün und sind jetzt so bräunlich geworden. Finde die allerdings ganz cool, weil die kann ich später so ein bisschen hier rauslaufen lassen. Also das finde ich eigentlich sehr schön. Ich gucke mal eben, ob das so ein bisschen mittig ist. Finde ich schon, das passt. Und jetzt werde ich es weiter ausschmücken mit der Feinhagebutte. Hier haben wir so ein bisschen längere Stiele. Die werde ich hier und da einfach hinauflaufen lassen. Unten noch ein paar kleinere, die Hortensie in der Basis. Und ich würde sagen, da starte ich jetzt mit.
die Plantan-Fruchtbestände habe ich jetzt einfach hineingepiekt. Erst habe ich das ein bisschen angedrahtet, so kleine Gruppen davon gemacht. Das Schöne ist, dass sie so schön lang sind und ein bisschen schwerer sind. So kann man noch ein bisschen was runterhängen lassen vom Topf. Ich fand es nämlich jetzt ganz cool, den Amaranthus auch oben ein bisschen ranken zu lassen. Und ich zeige das jetzt gar nicht richtig, ne? Also ich habe hier eine Schlaufe gemacht, setze die einfach zusammen und rate die. Das ist eine sehr, sehr einfache Geschichte, wenn ich das so mache. Hier habe ich eine Gruppe, da habe ich noch eine Gruppe. Eine kleine Gruppe setze ich noch hier hinten hin. Seht ihr zwar nicht, sieht aber auch von hinten jetzt ganz toll aus. Dann kann man da noch diese Kürbisse zu dekorieren, einfach auf den Tisch oder vor der Haustür hinlegen. 2, 3 Kürbisse dazu und dann finde ich, dass man wirklich ein ganz, ganz tolles, herbstliches Arrangement hat. Also nutzt das geile Wetter und geht sammeln, macht euch was Schönes fertig. Der Herbst hat so viel zu liefern und ja, dann kann man einfach wunderschöne Sachen zusammen kreieren. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, obwohl ich ein bisschen heiser bin. Ich kreisch hier schon so ein bisschen rum. Wenn ja, dann dürft es gerne liken und ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Euch noch eine schöne restliche Woche. Ciao! You celebrate me like no other man. My femininity takes off like a champagne bottle. The sun has been outshine. The planets totally align. I'm bitten. They're bitten. I'm bitten. Red fingertips, red lights every night. So, ich dekoriere hier noch eine wunderschöne Kulisse für die Bilder. Wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und falls ihr noch kein Abo habt, aber immer wunderschöne Dekorationen im Herbst, Winter, Frühjahr oder Sommer sehen möchtet, klickt einfach hier oben.